Hallo und herzlich willkommen bei Matters. Heute bei uns, Bitkit, schön, dass du da bist. Hallo. Du legst ja schon urlang auf, habe ich gehört. Ja, seit 96 oder so. Wirklich? Mhm. Vielleicht das mathematischen Feld nicht. 14, 18 Jahre. Ja. Wow, mhm. Du kommst aus Linz, habe ich gehört. Ja. Bin 97 aus Linz weggegangen. Okay, also ein Jahr später. Genau. Und jetzt aber immer wieder auf Besuch. Ja. Du bist heute da, weil du Party machst oder weil du auflegst? Heute eigentlich wegen Geburtstagsparty. Mhm. Und sind jetzt aber hergefahren wegen dem Auflegen eigentlich hauptsächlich, weil der Kleine ist ein bisschen krank. Mhm. Was legst du auf? Also im Moment eigentlich hauptsächlich Elektro, Techno, Acid House. Mhm. Und warst du immer allein unterwegs oder? Wir haben früher die Morphed-Partys gemacht. Also wir haben früher viel Drum and Bass aufgelegt. Eben im Mandy zusammen, genau. Und wir haben Produzentenkollektiv, sage ich jetzt einmal, das heißt Syncmod. Das war früher mal ein Label, wir haben zwei Releases gemacht und haben dann aber irgendwie festgestellt, dass das Releasen und die Labelarbeit nichts für uns ist. Und ja, und jetzt haben wir halt nur mehr ein Kollektiv, wir haben ein Studio in Wien im 5. und wir treffen uns einmal die Wochen und schauen halt, dass wir so viel wie möglich Output haben. Und jetzt kommen das Jahr kommen wahrscheinlich zwei EPs raus. Und ja, im Moment produzieren wir gerade potenziell für den anderen. Und, ja. Aber in eure Tasche? Also Geld ist jetzt in dem Fall, war nie ein Thema und schaut auch nicht so aus, als würde es jemals sonst werden. Also. Auch Elektro weiterhin? Also wir machen hauptsächlich so Elektro, Deep House, Techno, irgendwie alles mögliche und es ist aber alles live. Also wir arbeiten nicht mit Computer, sondern wir arbeiten mit den internen Sequencer von den ganzen, wir haben einen Haufen alte Geräte, Drumcomputer, Synthesizer und so. Und wir recorden das immer live. Also wir machen einen Jam, wir bereiten was vor und dann sagen wir, passt, wir nehmen jetzt auf und dann spielen wir 5 Minuten, 7 Minuten, 8 Minuten. Das wird dann aufgenommen und wenn es gut ist, ist gut und wenn es nicht gut ist, dann wird es verworfen. Da ich nicht produziere, aber wie ist denn die Trefferquote bei so einem Jam dann? Schwer zu sagen, ich sage mal 1 ist 3, 1 ist 4 ungefähr oder so. Und wir haben jetzt seit letztes Jahr Weihnachten haben wir, ich glaube, 120 Tracks gemacht oder so. Das heißt, wenn man das mal durch 4 rechnet, sind immer nur 30 brauchbare dabei. Also. Ein Album ist auf jeden Fall drin. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hey, ich sage danke, dass du vorbeikommen bist. Ja, danke fürs Auflegen. Interessant, dass du mal gemacht hast und der Andi gar nicht da ist. Ja, es war alles noch ein bisschen unkoordiniert. Aber ich glaube, wir werden jetzt einmal in die Stadtwerkstatt drüber setzen und dann heute Abend Party. Danke fürs Vorbeikommen, viel Spaß beim Zuschauen, beim Zuhören und beim Bis dann. Ciao.